Ein neuer Medicane bildet sich im Mittelmeer, also ein wirbelsturmartiges Gebilde, das sehr viel Regen und auch Wind bringen kann. Das Ding bildet sich am Mittwochnachmittag zwischen Malta und der libyschen Küste, zieht dann Richtung Malta und schrammt auch so ein bisschen in der Nacht zum Donnerstag an Sizilien vorbei, landet dann aber am Donnerstagmorgen an der afrikanischen Küste an, also irgendwo zwischen Tunis und Algier, und zieht dann auch weiter am Freitag bis in die Wüste. Also, was ist jetzt das Schlimme dabei? Ja, es gibt natürlich Wind, es gibt Sturmwinde, vielleicht auch Tornados oder Windhosen, aber vor allen Dingen gibt es richtig viel Regen. Und das sehen wir hier, insbesondere an der nordafrikanischen Küste, sehen wir bis zu 200 Liter Regen. Die Küste, der Küstenstreifen dort ist sehr gebirgig, das heißt, es kommt zu Hochwasser, zu Überschwemmungen, zu Sturz. Fluten. Auch weiter südlich in Richtung Wüste kann es zu Sturzfluten kommen, weil auch hier das Wasser recht schnell zusammenlaufen kann. Woran liegt es, dass es jetzt immer noch zu diesen wirbelsturmartigen Entwicklungen kommen kann? Das liegt eindeutig an der Wassertemperatur vom Mittelmeer. Das sieht man hier vor allen Dingen im südlichen Mittelmeer. Da kommt er ja auch her. Ist es noch sehr warm, bis zu 24 Grad. Und auch im östlichen Mittelmeer ist es noch sehr, sehr warm. Das heißt, auch diese Unwetter im Mittelmeer werden uns noch ein bisschen begleiten, bis mindestens mal Ende November, vielleicht sogar drüber hinaus. Die besten Vorhersagen für den Ort finden Sie auf weather.com.